Und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Train Fever Folge 36 hier mit mir, den Cedric Elsus. Und da haben wir richtig Cash gemacht. Da habe ich angerufen, das drücke ich mal gescheit weg, weil das war nicht wichtig. So, wir haben nämlich hier ist Kohle. Hier ist Güter. Ist hier irgendwo noch Eisen? Da. Bist du mir Eisen von hier? Oder ist ja irgendwas besser? Ja, das ist besser hier. Die Dreierkonstellation. Da machen wir das doch mal schnell. Machen wir erstmal hier. Eingleisig. Aber den lang. Das dann wieder sagt, ist zu weit weg. Da haben wir doch mal den kurzen her. What the fuck? Wollen wir ein Stück Straße bauen oder wie? So ein bisschen Landstraße. Wahrscheinlich ganz angebracht. So. Können wir dann hier so, sagen wir mal, so ein Ding hinsetzen. Nein! Verdammt! Güter. Holla, 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 holla. So, das Eisen. Oh, eine Straße ranbauen hier. Dann klappt das doch nicht. So, Güter, eingleisig. Bam. Dann haben wir hier auf jeden Fall zweigleisig, logischerweise, warte mal. Machen wir 3. Kann er nie wissen. Moment mal. Ne, ein Kohlegleis. Und eventuell 3 Städte. Ach so, ist zu teuer. Ja, das passt. Ja. Eventuell Oberleitung, ja, schnelles Gleis. Wir sind im Minus. So, machen wir kurz Stopp. Mal was leihen. Ich will nichts sagen, aber bisschen blöd gebaut hier, ne? Alter Vater. Na, gucken wir mal, was das kostet.
1,5. Und hiermit? Ja, auch so viel. Nee, ein bisschen weniger. Und so? Noch weniger. So? Ah, das bringt nichts. Eieieiei. Vor allen Dingen, wie viel das kostet? 5 Millionen. Ich brauche mehr Money, Money. Nee, schon den hier. Alter Vater. Das haut ganz schön rein. Eventuell 500. So. Wir müssen uns dann auch mal die Züge kaufen, ne? Holla, 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 holla. Vor allen Dingen, wo ist denn der Güterbahnhof? Der ist ja drüben. Wie soll ich denn da hinkommen? Am besten hier oben rum irgendwo. Eieieiei. Eisen und Kohle haben wir jetzt erstmal angeschlossen. Aber hier unten, da komme ich ja auch nicht lang. Hier ist noch ein Eisenwerk. Wenn du hier unten drunter. Da treffe ich auch auf die Linie hier. Und hier vorne ist dann auch Endstation. Und hier auch Endstation. Wie mache ich denn das dann? Vor allem auch hier kommt ja auch die Bahngleise runter. Ich glaube, das geht irgendwo mal schief hier. Ich will sanft hier den Tunnel rauskommen. So zum Beispiel. Brauche ich nicht so viel hier leiden. Also Berlin. Komme ich hier raus? Der guckt mal, wo ich da hin muss. Alter, warte. Aber warum wollen wir denn nach Milzenberg? Wir können doch auch nach Aumühle. Wo ist denn ja Landnutzung? Ist der ja. Güterbahnhof. So, ja. Nochmal eine Gleise. Bam. Upsala, das ist eine Kollision. Und dann machen wir es so. Ja, passt. 829. Ich weiß gar nicht, wie viel Kredit wir aufnehmen können. Das weiß ich gar nicht. So, das Problem ist. Das Problem. So.
das ist ja Mist. Wird nämlich schon mal Geld abgezogen, wenn du einen Fehler machst. Das ist einfach nur der Hammer. Ja, guck's dir an. Perfekt. Das heißt, wir können ja hinten dran einfach mal so ein Zugdepot. Bäm. Züge kaufen. Hier. Na. Güter. 13 Kohle. 13 Güter. Öl brauchen wir nicht. Holz auch nicht. Also Kohle, Eisen. Okay. Lokomotiven. Dampf, elektrisch, Diesel. Wie kostet die 1,2, 1,8, 1,4? Aber 160, 140, wie viel? 140. Wie viel kann so ein Güterwagen? 180. Nehme ich doch lieber hier die am billigsten ist. So, einmal. Vor allen Dingen, die brauchen wir ja dreimal. Verdammt. Ich weiß nicht, wie viele Millionen wir uns leihen können. Ich glaube, das waren nur 7 oder so. Ah. Lass mir die Güterwagen holen. Mir die Kohle. Kostet 120. Kohle. Mensch. Wir gucken mal, wie viel es geht. Ich glaube, es waren 10. Ja, 10. Mehr als 10 geht nicht. Mehr als 10 ging nicht. So. So, bei der einen jetzt Kohle, eben das Eisen, 1, 2, 3, bei der anderen 1, 2, 3. Eieieiei. 4. Jetzt auf 3 neue Linien. Eieieiei. Das wird unser Verderben, also. Das wird unser Verderben. Güter. Au. Mühle. Bam. Können wir schon mal schließen. Linie 3 hinzufügen. So, so. Nennt sich dann Eisen Aumühle. Enter. Weg damit. Und das hier ist die Kohle. Kohle. Au wieder. Bam. Einfach mal auf die Kohle. Den setzen wir mal auf die Güter. Den setzen wir mal aufs Eisen. Bam. Spielen wir erstmal mit dir. Fahren wir erstmal eine Runde mit. So groß ist der Zug jetzt nicht.
So. Ah, ich drücke immer die falsche Taste. Wir müssen gerade mal Stopp machen. Wir haben 2 Millionen. Das müssen wir ausnutzen. Vorsignale. Fehler, Zug im Weg. Ernsthaft. So. Kann man so sagen, dass man das so machen kann? Ich bin mir gerade sehr unschlüssig. Da hätten wir nicht so die Hochgeschwindigkeitsgleise nehmen brauchen. Die anderen haben schon nur 140. Mal ja den Güterverlauf mit anzeigen. Ja, der ist an. Okay, sein Gut. Unterwegs. Da ist auch schon Kohle. Aber das läuft schon mal. Okay. Grünes Signal. Schaut doch gut aus. Können wir uns auf jeden Fall unsere Schulden ausgleichen. Zum Beispiel, wenn wir sowas haben hier. Hui! So, wieder zurückzahlen.
immer zwar im Minus, aber das ist egal. Ich glaube, das läuft gut. So. Es läuft ganz gut, ja. Jetzt abgesehen mal vom Minus, ist es wirklich gut. Weil die Züge müssen sich ja erstmal abbezahlen. Seitdem, wir machen jetzt ein volles Minus. Erstmal eine gewisse Zeit lang. Aber ich glaube, wir kriegen das schon hin. Das kriegen wir schon hin. Ja, natürlich 8 Kohle kommen und 5 Eisenerz, kann ich nur 5 Güter hier, ne, produzieren, das ist ja logisch. Das ist logisch. Aber Eisen hat eine kürzere Bahnstrecke als Güter, als Kohle. Ich gucke gerade ein bisschen auf so, ob die Güter. Wahrscheinlich für euch jetzt ein bisschen langweilig. Aber ich weiß nicht, vielleicht interessiert ihr euch ja dafür. Ich interessiere mich gerade sehr dafür, wie das gerade so abläuft. Vielleicht haben wir ja irgendwann einmal, wo alle zusammen hier. Reden wir jetzt schon ein bisschen mehr, was hier jetzt produziert wird. Zum Beispiel jetzt. Perfekto. Aha, wie viel Eisen und Kohle. Ist ja der Shit. Ist ja der Shit.
Also gerade haben wir gut plus, muss ich ehrlich sagen. Es entwickelt sich wirklich jetzt gerade was. Aber ein Train Fever muss man auch mal warten. Nicht nur die ganze Zeit bauen. Ich sag den Tatsache ins Gesicht sehen. 14 Güter. Nicht das Zugdepot, sondern das hier. Ja, das schaut doch gut aus. Das ist geregelter Güterausgang. Wir haben jetzt zwar immer mehr Minus, aber ich glaube, das wird aber jetzt immer mehr besser. Leichtes Plus auf jeden Fall. Na gut. Was ist erstmal von dieser Folge? Wir sehen uns dann übermorgen, laut Plan, übermorgen wieder. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Genießt den Tag. Es soll heiß werden. Dann genießt noch die frischen Tage. Und wir sehen uns dann am... Heute ist Dienstag, Donnerstag wieder. Dann ciao, ciao.